Das ist Geschichte! Geschichte! Niklas Stolze war der erste deutsche Kämpfer bei Octagon. Sein Debüt machte er 2018 gegen den Tschechen Jan Janka und besiegte ihn durch Rear Naked Choke in der zweiten Runde. Es folgte eine lange und anspruchsvolle Reise in der UFC. Die Pandemie und das Kämpfen ohne seine Coaches in der Ecke brachten ihm nicht die gewünschten Resultate. Aber Stolze war fest entschlossen, diese Lektion aus den verlorenen Kämpfen in Stärken umzuwandeln und zu zeigen, dass er nach ganz oben im Weltergewicht gehört. Nach langem Warten war es dann endlich soweit. Nach 4 Jahren kämpfte Stolze wieder in Deutschland und das vor einer ausverkauften Lanxess Arena in Köln. Das ist Geschichte! Geschichte! MMA Deutschland ist endlich da, wo es sein soll! Nämlich auf der großen Bühne! Dort nahm er es mit dem tschechischen Ringer Andrei Kalaschnik auf. Jetzt hier wieder mit dem Calfkick, das Bein ist zunehmend mehr gezeichnet. Jetzt sitzt die ersten Schläge von Stolze, die Treppe und setzte direkt ein Statement mit einem Knockout in der ersten Runde. Doch das Weltergewicht ist stark besetzt und es hat schon der nächste Gegner auf ihn gewartet. Matej Kertész, der schon 2-mal über Christian Jungwirth triumphiert hat und zur Top 10 in der Gewichtsklasse gehört, sollte sein nächster Test werden. Eine Meisterleistung gegen Matej Kertész. Er lässt Kertész hier auch nicht abhauen. Er schneidet ihm permanent den Weg ab. Oh, Stolze springt in den Guillotine-Choke rein. Das ganze Gewicht. Oh, 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 da ist er. Er zieht den Kimura durch. Aber Kertész bewegt sich raus. Aber ein Leichtsinnsfehler ruinierte ihm den Abend. Stolze dreht sich zur Turtle. Kertész hat die Hände zu und da ist der Tap. Und so musste Stolze nach einem Rear Naked Choke in der zweiten Runde abklopfen. Du bist gut in den Kampf gekommen. Was da genau passiert? Schwer zu erklären. Ich würde halt die Leute nicht enttäuschen. Nun war es Zeit für Stolze, etwas zu ändern. Und während er sich hinter verschlossenen Türen neu aufstellt, steht nun fest, wer sein nächster Gegner wird. Und das ist der tschechische Thai-Boxer Matuš Kohut. Der hat schon insgesamt 12 Kämpfe bei Octagon bestritten und vor allem in seinen letzten Matches gezeigt, dass man ihm besser keine Gelegenheit gibt, seine Ellbogen zu benutzen. Die linke Schulter hier hoch und da kommt der Ellbogen. Das musste zuletzt zum Beispiel auch Islam Kapilaev am eigenen Leib erfahren. Mit Stolze und Kohut treffen 2 hungrige Standkämpfer aufeinander, die zur Creme de la Creme von Octagon im Weltergewicht gehören. Die Frage ist aber, wer behält an diesem Abend die Nerven?